Name ist Wolfgang Mück. Ich bin Bürger der Stadt Neustadt. Ich bin Mitglied im Geschichts- und Heimatverein seit 5 Jahrzehnten ungefähr. Und irgendwann hat der Geschichts- und Heimatverein begonnen, Jahresberichte herauszugeben. Und als Deutschlehrer bin ich damals gefragt worden, ob ich nicht bereit bin, das durchzulesen, bevor es veröffentlicht wird. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache das mal für euch. Und aus dem einen Mal wurden inzwischen über 40 Hefte, die erschienen sind, zur Geschichte der Stadt Neustadt und ihrer Umgebung. Wir greifen alle möglichen Themen auf aus der Vergangenheit, denn wir sind als Geschichts- und Heimatverein verpflichtet, die Geschichte der Stadt Neustadt unseren Bürgern näher zu bringen. Und wir wollen auch auf die Schönheit der Stadt, der Umgebung und vor allem auf die Tradition hinweisen, die unsere Stadt geprägt hatte. Der Dank geht natürlich an die Autoren der Streiflichter und ich wünsche mir, dass die Beiträge wie auch in der Vergangenheit wieder positiv aufgenommen werden und dass es eine Motivation ist, hier für die Autoren, aber natürlich auch für den Geschichts- und Heimatverein, der sich dieser Tradition der Stadt durchaus bewusst ist. Die Streiflichter, die inzwischen in der 44. Auflage vorliegen, sind hier natürlich im Museum zu bekommen, dann in den Neustädter Buchhandlungen oder in der Druckerei Schmidt zu erwerben oder auch von den Vorstandsmitgliedern, die jederzeit bereit sind, die Hefte sogar nach Hause zu bringen. Ja, Neustadt ist eine sehr alte Stadt, wie der Name sagt, aber die Identität der Stadt, die gewinnt sie eigentlich nur aus ihrer historischen Substanz. Das sind einmal die Gebäude und natürlich auch die Geschichte. Und diese Substanz zu pflegen, ist wichtig für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft. Ein berühmter Historiker hat mal gesagt, Männer machen Geschichte, Menschen machen natürlich Geschichte. Sie gestalten sie aus ihrer Zeit heraus und versuchen, das Beste aus den gegebenen Umständen für die Zukunft zu gestalten. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit meinen Enkeln durch die Stadt zu laufen, ihnen zu zeigen, wie die Stadt geworden ist, zu dem, was sie heute ist. Und ich denke, ein sorgfältiger Umgang mit der Vergangenheit, mit der Aufnahme von Traditionen, die das Bild der Stadt und der Menschen über Jahrhunderte geprägt haben, das weiterzugeben, es gibt für mich nichts Schöneres. Ja, nun, als Bürgermeister habe ich natürlich die Stadt gestalten können und Wert darauf gelegt, dass die vorhandene Grundsubstanz bewahrt wird und weiterentwickelt wird. Natürlich stellt man sich die Frage, wird das wertgeschätzt? Ich denke, die Rückmeldungen, die kommen, die zeigen, dass ein Bewusstsein da ist in allen Generationen für das, was unsere Stadt geprägt hat und die Bereitschaft auch, hier mitzuwirken. Viel Spaß beim Lesen!